Ich begrüße euch zur heutigen Folge. Bevor ich mit der Falldarstellung beginne, möchte ich erstmal eine kurze Einleitung von so 5-6 Minuten geben. Diese Folge, das ist der Auftakt einer längeren Beschäftigung mit Missing 411. Und das Thema, das fasziniert uns sicherlich irgendwo alle. Die Fürsprecher von Missing 411, die sagen, dass die Muster der Fälle eigentlich darauf hinweisen, dass hier irgendetwas Übernatürliches vor sich geht. Und die Kritiker der Fälle, die sagen, dass sich alles rational erklären ließe. Vor allem bei den Kritikern, da hört man sehr häufig die Bitte, einfach mal Fälle zu nennen, die sich nicht rational erklären ließen. Ja, und häufig bleibt es dann dabei und es kann kein konkretes Beispiel genannt werden, in dem ein Mensch verschwunden ist und das Ganze zwingend übernatürlich anmutet. Irgendwo, da gibt es so eine Informationslücke. Und es wird zwar sehr häufig auf der Metaebene über Missing 411 gesprochen, über die Kriterien, über David Paulides, über mögliche Erklärungsansätze, aber zugleich, da werden eigentlich relativ wenig Fälle genannt, auf die sich Paulides beruft. Ich habe mir daher also gedacht, dass ich einfach mal so eine Fallsammlung erstelle. Ich kann schon verraten, dass meine persönliche Meinung jetzt nach einer längeren Beschäftigung mit Missing 411, nach dem Abgleich mit Zeitungsartikeln, durchaus einige kritische Ansichten enthält. Bevor ich mich aber kritisch mit dem Diskussionsgegenstand Missing 411 auseinandersetzen kann, da möchte ich diesen Gegenstand ganz gerne nochmal etwas näher definieren. Und dazu dient diese Fallsammlung. Im Grunde ist es ja so, dass mittlerweile so gut wie jeder eine gewisse Vorstellung davon hat, was Missing 411 bedeutet. Also was einen Fall zu einem Missing 411-Fall werden lässt, welche Kriterien erfüllt sein müssen. So gewisse Vorstellungen und Assoziationen, die hat da sicherlich jeder. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob sich diese Fälle mit euren Vorstellungen über Missing 411 decken. Für David Paulides tun sie das jedenfalls. Denn jeder einzelne Fall hier kommt in einem seiner Bücher vor. Missing 411, das ist mittlerweile eine geschützte Marke von Paulides. Er kann also gewissermaßen entscheiden, wann ein Fall offiziell Missing 411-Fall genannt werden darf und wann nicht. Alle der folgenden Fälle nennt Paulides Missing 411-Fälle. Und fast alle diese Fälle, die waren schon bekannt, bevor Paulides sich mit ihnen beschäftigt hat. Die wurden nämlich schon in Zeitungsartikeln behandelt. Und auf diese beruft Paulides sich. Paulides hat also zwar die Rechte an der Marke Missing 411, aber diese Fälle selbst, die sind nicht sein geistiges Eigentum. Ich kann jetzt natürlich aus urheberrechtlichen Gründen den Inhalt der Missing 411 Bücher nicht einfach eins zu eins ins Deutsche übersetzen. Ich werde die Fälle also mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Aber ich werde denselben Informationsgehalt beibehalten, den Paulides in seinen Büchern hat. Ich werde keine Infos hinzufügen und keine wesentlichen Aspekte weglassen. Die Fälle, so wie ich sie hier beschreibe, die geben meiner Meinung nach einen ganz guten Überblick über die Bücher. Ich habe sie nicht gezielt ausgesucht, sondern versucht, die Sammlung repräsentativ für die Bücher zu gestalten. So, also wie gesagt, ihr hört gleich den ersten Teil einer Fallsammlung über Missing 411. Und zwar eine Sammlung, die sich auf die ersten drei Bücher von Paulides bezieht. Missing 411 Eastern, Western und North America and Beyond. Und falls dann das Interesse da ist, dann kann ich später auch noch Sammlungen zu den restlichen Büchern machen. Und nochmal ganz wichtig, das Folgende, das ist keine kritische Auseinandersetzung. Ich habe mich mit meiner eigenen Meinung bewusst zurückgehalten. Und ich habe auch nicht klargestellt, wenn Zeitungsartikel der Arbeit von Paulides widersprechen. In diesem und den beiden folgenden Videos, da möchte ich erstmal nur aufzeigen, was einen Leser so ungefähr erwartet, wenn er die Bücher von Paulides aufschlägt. Das Ganze ist ein reiner Hörbeitrag. Ich werde aber jeweils die Eckdaten zu den Fällen einblenden, also den Namen der vermissten Person, das Alter, das Datum des Verschwindens und den Ort. Und im Hintergrund wird zum jeweiligen Fall ein Bild zu sehen sein. Das Bild, das zeigt so die ungefähre Landschaft, in der die Person verschwunden ist. Aber das sind nur grobe Beispiele, um sich das Ganze besser vorstellen zu können. Es handelt sich nicht um Fotos von Tatorten. Es sind nur Beispielbilder. Ja, dann bleibt noch zu sagen, Transparenz ist mir wichtig.
Ihr findet in der Videobeschreibung alle Fälle auch nochmal aufgelistet, inklusive des Buchs, in dem sie stehen, und der Seitenzahl. Außerdem habe ich, sofern bekannt, die Zeitungsartikel angegeben, auf die Poleides sich beruft. Wer also die Bücher selber besitzt oder vielleicht nur die Zeitungsartikel in den vielen Online-Archiven lesen will, der kann sich hieran orientieren. Und ja, auch ich bin nicht perfekt und auch mir unterlaufen Fehler. Wenn ihr also selber recherchiert habt und meint, ich würde einen Fall anders darstellen, als Poleides es tut, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Gut, unter anderen Umständen, da würde ich jetzt vielleicht gute Unterhaltung wünschen. Nun ist es leider so, dass wir hier häufig nicht nur von Vermisstenfällen reden, sondern leider auch von Todesfällen. Und ich denke, das sollte man trotz aller Faszination, die wir ja nun alle für das Unbekannte oder Unheimliche haben, im Hinterkopf behalten. Also, jetzt geht's los mit der Fallsammlung. Der erste Fall, das ist der zweijährigen Lynn Marie Hillier. Das Mädchen verschwand am 24. Juli 1986, und zwar am Horn Lake in British Columbia. Die Familie Hillier, die kam selber nicht aus dieser Gegend, aber sie hatte direkt am Horn Lake eine Hütte. Diese Hütte, die lag sehr abgelegen und es gab auch nur eine einzige Zufahrtsstraße. Die Hilliers machten also einen Ausflug zu dieser Hütte. Und eines Tages ist die kleine Lynn irgendwann einfach davongelaufen. Was dann folgte, war eine riesige Suchaktion. Das Ganze erfolgte unter der Leitung der kanadischen Polizei. Und beteiligt waren dabei insgesamt ungefähr 400 Menschen. Es kamen auch, wie man es so kennt bei diesen Fällen, Spürhunde zum Einsatz, die konnten aber keine Fährte aufnehmen. Außerdem wurden auch Flugzeuge eingesetzt, mit Wärmebildkamera. Aber auch das brachte keinen Erfolg. Der Großvater der kleinen Lynn, der hat sich dann irgendwann der Presse gegenüber geäußert. Und der hat gesagt, dass seine Enkelin erstens Wasser nicht mochte und zweitens auch nur sehr, sehr ungerne wanderte. Und das sollte natürlich nahelegen, dass das kleine Mädchen nicht selbstständig davongelaufen wäre und selbst wenn es das getan hätte, sich vermutlich auch nicht dem See genähert hätte. Die ganze Suche, die dauerte dann 10 Tage. Aber irgendwann entschied man sich dann, die Aktion abzubrechen. Dann verging ungefähr ein weiterer Monat. Und dann waren zwei Jäger so ungefähr 5 Kilometer von der Hütte der Hilliers entfernt. Die sind dann einen ziemlich steilen Abhang hinaufgeklettert und haben dann etwas liegen gesehen. Und das war die kleine Lynn. Die Obduktion ergab dann, dass das Mädchen schon so 2 bis 3 Tage nach ihrem Verschwinden verstorben sein muss. Und die Todesursache, die wurde angegeben mit natürlichen Umständen. Also im Englischen, da gibt's diesen Ausdruck Death from Exposure und der wird zwar in den meisten Fällen übersetzt mit Erfrieren, aber eigentlich bedeutet der Tod durch die natürlichen Umstände, durch die Witterungsbedingungen. Es können Temperaturen sein, es könnte theoretisch auch Strahlung sein oder etwas anderes, auf jeden Fall Tod durch natürliche Umstände. Die kanadische Polizei, die hat sich dann auch geäußert zu dem Ganzen und die hat gesagt, dass sie davon ausgeht, dass die kleine Lynn freiwillig davongelaufen wäre. Lynns Familie hat sich auch geäußert und die hat diese ganze Theorie sehr angezweifelt, vor allem die Mutter. Die haben dann auch mit der Presse gesprochen und ihr gesagt, dass sie es für absolut ausgeschlossen halten, dass die kleine Lynn selbstständig diesen Weg zurückgelegt hätte, um zu dem Ort zu gelangen, an dem sie gefunden wurde. Das wäre unmöglich, dass ein kleines Mädchen diesen Weg alleine hätte bewerkstelligen können. Fall Nummer 2. Und hier geht es um das Verschwinden des 2-jährigen Jimmy Duffy. Der Junge ist verschwunden am 19. Oktober 1973, und zwar am Wenatchee Lake in Washington State. Das Ehepaar Duffy hatte 2 Kinder, den 2-jährigen Jimmy und dessen jüngere Schwester Natalie. Im Oktober 1973 ist die Familie dann mit ihrem Wohnmobil in die Nähe des Wenatchee Lakes gefahren, im Bundesstaat Washington. Und dort wollte die Familie einige Tage mit ihrem Wohnmobil verbringen. Am ersten Tag, da hat man sich dazu entschlossen, die Umgebung bei einer kleinen Wanderung zu erkunden.
Dabei soll sich der kleine Jimmy dann aber sehr ungezogen verhalten haben. Während seine Familie immer wieder vorgelaufen ist, hat der kleine Jimmy sich nämlich zurückfallen lassen und dadurch alles aufgehalten. Die Eltern, die fanden das nicht so toll und die haben den kleinen Jimmy dann auch hin und wieder einen Klaps gegeben. Irgendwann wurde es den Eltern dann zu viel. Die Familie, die ist also umgedreht und zurück zum Wohnwagen gelaufen. Da haben die Eltern dann den kleinen Jimmy mit seiner Schwester in den Wohnwagen hineingelegt, zu den zwei Katzen, und hat den Kindern gesagt, dass sie erstmal schlafen sollen. Der Vater James Duffy, der wollte dann erstmal jagen gehen, während seine Frau Carol Duffy einen kleinen Spaziergang unternehmen wollte. Irgendwann, so ungefähr nach 15 Minuten, da ist James zurück zum Wohnwagen gelaufen und hat nach seinen Kindern gesehen. Im Wohnwagen, da lagen die beiden dann friedlich schlafend. Carol war inzwischen auch wieder zurückgekehrt, war also in Sichtweite, und da hat sich James Duffy dazu entschlossen, zu seiner Frau zu gehen und zusammen mit ihr zu wandern. Die beiden, die waren ungefähr so 140 Meter vom Wohnwagen entfernt. Und dann hat es plötzlich einen sehr, sehr lauten Schrei gegeben. Das Ganze soll nach Aussage der Eltern so ungefähr geklungen haben wie ein Baby. Die sind dann beide also sofort zum Wohnwagen gerannt und haben die Tür des Wagens weit offen gefunden. Als die Eltern dann hineingeschaut haben, da haben sie gesehen, dass Jimmy verschwunden ist. Das Merkwürdige war aber, dass Natalie weiter geschlafen hat und die beiden Katzen offenbar auch. Die Eltern haben dann Hilfe geholt und so ungefähr nach einer Stunde waren dann der Sheriff und Suchtrupps vor Ort. An der Suche beteiligt waren dann über 150 Menschen. Außerdem sind auch Helikopter über das Gebiet geflogen. Insgesamt hat man so ungefähr einen Umkreis von 3 Kilometern genauestens abgesucht. Von Jimmy fehlte aber jede Spur. Es gab zwar um den Wohnwagen herum im Schlamm einige Fußabdrücke, aber diese konnten sich nicht dem kleinen Jungen zuordnen lassen. Die Eltern, die haben den Sheriff dann genau erzählt, was an dem Tag vorgefallen ist. Es kam dann auch relativ schnell der Verdacht auf, dass die Eltern irgendetwas mit dem Verschwinden von Jimmy zu tun hätten. Es wurde dann spekuliert, dass die Eltern den kleinen Jimmy wegen seines Fehlverhaltens bestrafen wollten und ihn dabei vielleicht aus Versehen getötet hätten. Und diese ganze Geschichte mit dem Babyschrei, mit dem offenen Wohnwagen, mit dem vermissten Kind, das wäre jetzt eine Lüge, um diese eigene Tat irgendwie zu verschleiern. Die Eltern haben sich dann sogar freiwillig einem Polygraphentest unterzogen. Und den haben sie auch bestanden. Es gibt aber noch ein paar weitere Umstände. Und zwar sollen einige Bekannte der Duffys ausgesagt haben, dass der kleine Jimmy geistig unterentwickelt war und dass er selber eigentlich gar nicht in der Lage war, den Wohnwagen eigenständig zu besteigen oder zu verlassen. Ja, und der kleine Jimmy, der wurde leider niemals gefunden. Paulides äußert sich auch zu dem Fall und gibt seine eigene Meinung an. Er sagt, dass er sich zu 99% sicher wäre, dass Duffy entführt wurde. Die Entführer, die hätten wahrscheinlich gewartet, bis die Eltern sich weit genug entfernt hätten und hätten dann das Kind geholt. Außerdem findet er es extrem ungewöhnlich, dass die Schwester und die beiden Katzen einfach ruhig weiterschliefen, obwohl ja offenbar ein sehr lauter Schrei zu hören war. Auch dieser Fall wurde niemals geklärt. Fall Nummer 3. Das ist der Fall der 4-jährigen Florence Jackson. Die ist verschwunden am 6. September 1937 in Oak Grove, Arkansas. Die Familie Jackson, die kam selber nicht aus Oak Grove, aber die hatte da einige Verwandte. Und diese Verwandten, die hatten sie besucht. Eines Tages, da wollte die Familie einen Ausflug in ein Naturgebiet so etwas außerhalb der Stadt machen. Dabei ist die kleine Florence da mit ihrem Großvater in Richtung einer alten Sägemühle gelaufen. Irgendwann, so auf halber Strecke ungefähr, da ist das Mädchen plötzlich umgedreht und hat gesagt, dass es doch lieber bei den Eltern bleiben möchte. Die Eltern, die standen in einiger Entfernung mit ihrem Auto auf einem Parkplatz und haben da gewartet. Die kleine Florence, die ist dann also losgerannt in Richtung Auto. Wie weit genau diese Strecke war, das wird von Paulides aber nicht gesagt. Fakt ist jedenfalls, dass Florence niemals am Auto der Eltern ankam. Irgendwann kam der Großvater aber bei dem Auto an und hat bemerkt, dass Florence nicht da war. Und dann wurde ziemlich schnell die Polizei verständigt. Was dann folgte, war eine sehr, sehr große Suche mit über 400 beteiligten Menschen.
Die ganze Suchaktion, die wurde aber erschwert durch den Umstand, dass es zu regnen begann. Der Sheriff hat auch mit der Presse gesprochen und gesagt, dass diese ganze Gegend hier extrem abgelegen wäre. Das wäre der Suche nach der kleinen Florence natürlich nicht gerade zuträglich. Die ganze Suche, die dauerte dann erstmal 3 Tage und dann hat man was gefunden. Auf der einen Seite eines Abhangs, da waren nämlich die Strümpfe des Mädchens. Und die lagen in einem Abstand von ungefähr 15 Metern zueinander. Auf der anderen Seite des Abhangs, da lagen die Schuhe. Dann wurde noch ein Tag weiter gesucht und dann hat die ganze Geschichte ein glückliches Ende genommen. Ungefähr 11 Kilometer von dem Ort, an dem Florence verschwunden ist, da lebte eine Farmersfamilie. Und irgendwann, da hat die Frau plötzlich aus einiger Entfernung Rufe gehört. Sie ist diesen Rufen also nachgegangen und zu einem Fluss gelangt. Auf der anderen Seite des Flusses, da stand die kleine Florence. In dem Haar des Mädchens, da steckten einige Kletten. In der einen Hand, da hielt es eine Tomate. Und in der anderen Hand, Teile eines Sauerampfers. Das ist eine essbare Pflanze. Und Florence fehlte die Kleidung. Das Mädchen hat dann geweint und gesagt, dass es sich nicht traut, alleine durch den Fluss zu gehen. Die Farmerin ist also dann rübergegangen und hat Florence geholt. Im Krankenhaus, da wurde das Mädchen auch befragt, was genau passiert ist. Und da wurden dann einige Äußerungen getätigt, die alle vor ein Rätsel gestellt haben. Florence hat erstmal gesagt, dass sie einige Nächte in hohlen Baumstämmen geschlafen hätte und auf Felsen. Aber sie hat auch gesagt, dass sie im Wald einen schwarzen Mann und eine schwarze Frau gesehen hat. Die beiden hätten das Mädchen zu einem Haus gebracht und dort hätte Florence in einem Kinderbett geschlafen. Am nächsten Morgen, da hätte das Mädchen noch Frühstück bekommen von den beiden und dann hätten diese mysteriösen Menschen gesagt, dass Florence weitergehen muss. Ja, und das hat alle vor ein ziemlich großes Rätsel gestellt und die Presse hat auch geschrieben, dass die Ermittler sich nicht einig darüber waren, was genau Florence erlebt hat und was sie vielleicht nur geträumt hat. Poleides äußert auch in diesem Fall seine eigene Meinung. Er sagt, dass er es für extrem wahrscheinlich hält, dass Florence etwas sehr, sehr Negatives erfahren hat und nun versuchen würde, diese negative Erfahrung zu blockieren. Aber sie würde auch im Rahmen ihrer kognitiven Möglichkeiten, die sie als kleines Mädchen hat, versuchen, das Geschehene so gut es ginge, wiederzugeben. Fall Nummer 4. Das ist der Fall von Gregory Brown. Der war 49 Jahre alt, als er am 5. Juli 2005 am Rachel Lake in Washington State verschwunden ist. An diesem Tag, da hat sich Brown den Wagen eines Freundes geliehen und wollte einen Ausflug zum See machen. Irgendwann, als der Mann nicht zurückkam, da wurde er als vermisst gemeldet. Bei der Suche fand man auch den Wagen. Der stand am Ende einer Straße, die die Forstverwaltung benutzt, und zwar so 1,5 Kilometer vom Lake Rachel entfernt. Von Gregory, da fehlte aber jede Spur. An der Suche beteiligt waren unter anderem der Sheriff, der Search and Rescue Service und die Forstverwaltung. Aus der Luft suchten außerdem Helikopter und am Boden kamen Spürhunde zum Einsatz. Aber alles ohne Erfolg. So nach 3,5 Tagen wurde die Suche dann abgebrochen. Da wurde das Wetter nämlich zu schlecht. Auch dieser Fall wurde niemals geklärt. Ein Polizeimitarbeiter hat dann aber mit der Presse gesprochen. Und er hat gesagt, dieser Fall, der wäre extrem rätselhaft. Brown wäre erstens in sehr guter körperlicher Verfassung gewesen und außerdem wären irgendwelche Suizidabsichten völlig unbekannt. Fall Nummer 5. Der Fall des 6-jährigen Cody Sheehy. Verschwunden am 27. April 1986 in den Blue Mountains in Oregon. An diesem Tag, da wollte die Familie Sheehy, bestehend aus der Mutter Marcy und den beiden Kindern Cody und Carrie, ein Picknick machen. Die Familie, die fuhr dann also in die bergige Region im Norden Oregons. Und irgendwann, da wollte Cody mit seiner Schwester die Waldumgebung so ein bisschen spielerisch erkunden. Die Mutter blieb dann zurück und die beiden Kinder sind losgelaufen. Die haben dann ein Spiel gespielt, das sie selber Erforscher genannt haben. Und dabei sind beide Kinder in verschiedene Richtungen losgelaufen. Nach einiger Zeit kam Carrie dann zurück zur Mutter. Aber von Cody fehlte jede Spur.
Marcy und Carrie, die haben dann erstmal 2 Stunden lang nach Cody gesucht. Aber ohne Erfolg. Dann haben sie Hilfe geholt. Die Suchaktion, die dann erfolgte, die war riesig. Das Ganze lief mit der Beteiligung der Forstverwaltung. Am Boden wurden Reiter und Spürhunde losgeschickt. Und aus der Luft suchten Helikopter nach dem kleinen Jungen. Diese ganze Suche, die wurde aber wieder mal dadurch erschwert, dass es sehr stark zu regnen begonnen hat. Irgendwann wurde es dunkel und die Helikopter, die sind wieder gelandet. Die ganze Nacht über ist Cody nicht aufgetaucht. Aber am nächsten Morgen, da wurde in einiger Entfernung eine Frau namens Beverly Hansen auf einen kleinen Jungen aufmerksam. Und dieser Junge, der lief vor ihrem Haus herum. Ja, und das war der kleine Cody. Ja, und das wirklich Mysteriöse an diesem Fall, das stellt die Entfernung dar zwischen dem Ort des Verschwindens und dem Haus von Mrs. Hansen. Um zu diesem Haus zu gelangen, der hätte Cody nämlich ungefähr 29 Kilometer zurücklegen müssen. Und zwar durch bergiges Gebiet und dichten Wald. Der Junge hat aber auch noch eine recht interessante Aussage getätigt. Er hat nämlich gesagt, was er in der Nacht erlebt hat. Und zwar hat Cody sich, nach eigener Aussage, vor einem Motorrad und einem Hubschrauber versteckt. Ja, aber die Hubschrauber, die waren in der Nacht gar nicht in der Luft. Die Mutter von Cody, die hat der Presse dann gesagt, dass ihr Sohn wohl halluziniert hätte. Fall Nummer 6. Das Verschwinden des 2-jährigen Keith Parkins am 10. April 1952 in Ritter im Bundesstaat Oregon. Der kleine Keith, der war zu Besuch auf der Farm seiner Großeltern. Und diese Farm, die lag sehr, sehr abgelegen. Der genaue Umstand des Verschwindens, der ist nicht weiter geklärt. Es war so gegen Mittag und da soll Keith einfach davongelaufen sein. So, und bevor ich weiter fortfahre, da möchte ich einen kleinen Einschub machen. Es gibt nämlich ein Buch, auf das sich Paulides relativ häufig bezieht. Und auch in diesem Fall. Das Buch heißt Lost Person Behavior von dem Autor Robert Koester. Darin erklärt Koester, in welchem Umkreis vermisste Personen unter welchen Umständen wiedergefunden werden. So, und laut diesem Buch, da tauchen vermisste Kinder unterhalb von 3 Jahren, die in einem sehr rauen Gelände und bei sehr kaltem Wetter verschwunden sind, da tauchen diese Kinder in 95% der Fälle in einem Radius von 3 Kilometern wieder auf. Auf dieses Buch bezieht sich Paulides wirklich sehr, sehr oft. Wie gesagt, auch in diesem Fall. Und zwar benutzt er die Angaben aus diesem Buch, um den Suchmannschaften im Fall Keith Parkins vorzuwerfen, dass die offenbar mehr gewusst haben über das Verschwinden des Jungen, als sie öffentlich zugegeben haben. Keith Parkins wurde nämlich gefunden, und zwar 19 Stunden nach seinem Verschwinden in einem Flussbett. Aber nicht etwa in der Nähe, sondern so circa 20 Kilometer entfernt von der Ranch seines Großvaters. Der Körper des Jungen, der war mit Kratzern übersät. Und laut Presse, da war die Hose auch zerfetzt. Aber er war lebendig. Die Presse hat auch geschrieben, dass Keith Parkins, um zu seinem Fundort zu gelangen, alleine mehrere Bäche, Zäune und mindestens 2 Berge hätte überqueren müssen. Der Vater hat gesagt, dass sein Sohn 19 Stunden ohne Unterbrechung hätte rennen müssen, um das zu schaffen. Ja, und der Mann, der Keith Parkins gefunden hatte, das war kein Wanderer oder Jäger, der das zufällig getan hat, sondern das war ein Mitglied der Suchmannschaften. Und deswegen sagt Paulides, dass die Suchmannschaften offenbar mehr gewusst hätten. Denn unter normalen Umständen, da würde man wohl nicht davon ausgehen, dass ein 2-jähriges Kind fast 20 Kilometer alleine zurücklegen könnte. Aber aus irgendeinem Grund hätten die Suchmannschaften dieses Gebiet trotzdem in ihre Suche mit einbezogen. Fall Nummer 7. Das Verschwinden der 1,5-jährigen Colleen Totilow. Colleen verschwand am 3. Juli 1988 in Keshena, Wisconsin. Das Mädchen lebte mit seinen beiden Eltern im Menominee-Indianerreservat. Es war der frühe Abend des 3. Juli 1988, als die beiden Eltern bemerkt haben, dass die kleine Colleen nicht mehr im Haus zu finden war. Die Eltern haben dann Angst bekommen, weil Colleen nämlich nur mit einer Mütze und einer Windel bekleidet war.
und die Temperatur in dieser Gegend, die fiel zu dieser Jahreszeit, nachts auf etwa 6 Grad. Sie haben dann also die Polizei eingeschaltet und so etwa gegen 22 Uhr, da wurde die gesamte Umgebung von Polizisten und freiwilligen Helfern nach Colleen abgesucht. Bis zum nächsten Morgen gab es aber keine Spur. Und die Zahl der Helfer, die war mittlerweile auf mehrere hundert angestiegen. Das Ganze verursachte auch so ein leichtes Verkehrschaos. Deswegen hat man einige Sheriffs abbestellt, um dieses Verkehrschaos zu lotsen. Einer dieser Sheriffs, der war mit seinem Quad so ungefähr 2,5 Kilometer von der Farm der Tutilos entfernt. Irgendwann hat er eine Pause gemacht. Er ist dann also mit seinem Quad eine Naturpiste lang gefahren. Diese Piste, die wurde zuvor auch schon intensiv abgesucht nach dem Mädchen. Der Sheriff wurde also so lang und entdeckte plötzlich am Rand etwas liegen. Ja, und das war die kleine Colleen. Dem Mädchen fehlte der Hut und auch die Windel. Und außerdem war der Körper mit Kratzern übersät. Und Colleen soll extrem müde gewirkt haben. Sie kam dann ins Krankenhaus, verbrachte dort die Nacht und konnte nach einem Tag entlassen werden. Das Mädchen konnte auch noch nicht sprechen und deswegen konnte Colleen auch nicht sagen, was sie in der Zeit erlebt hatte. Ja, und neben dem Fundort, da bleibt das größte Rätsel an dieser Geschichte wohl, wie Colleen die nächtliche Kälte überstehen konnte. Fall Nummer 8. Und das ist so ein bisschen ein besonderer Fall, denn er umfasst gleich mehrere verschwundene Menschen über einen mehrtägigen Zeitraum. Die Namen der vermissten Personen, das sind Reynolds, Mac, Brown und Donahue. Ihr Alter ist unbekannt. Und verschwunden sind sie ab dem 29. September 1893 in einem Gebiet, das Greasewood heißt, in Colorado. Ja, und zu dieser ganzen Geschichte, da gibt es gar nicht so viele Details. Die erschienen nämlich in einem kurzen Zeitungsartikel der Waterloo Daily. Und zwar wollte eine Gruppe bestehend aus 5 Männern in einem Waldgebiet in Colorado jagen gehen. 2 der Männer, mit Namen Merrill und Donahue, die verließen irgendwann das Basislager und wollten zu zweit losziehen. Und unterwegs, da haben sie sich dann aufgeteilt. Nach einer Weile, da konnte Merrill aber seinen Freund nicht mehr finden. Er ist dann also in der Nacht zurück zum Basislager zu den anderen gegangen. Dort hat er dann mitgeteilt, dass Donahue verschwunden sei. Die Gruppe hat dann gewartet, bis es wieder hell wurde. Dann sind wieder Merrill und diesmal sein Freund Reynolds losgegangen, um nach den vermissten Donahue zu suchen. Und bei dieser Suche, da haben die beiden Männer sich aufgeteilt. Tja, und wieder kam nur Merrill zurück. Von Reynolds fehlte jede Spur. Nun waren also schon 2 Männer vermisst, Reynolds und Donahue. Die restliche Gruppe, die hat dann wieder einen Tag gewartet. Und am nächsten Tag, da ist Merrill diesmal zurück im Lager geblieben und die beiden übrigen Männer, Mac und Brown, die sind dann losgegangen, um nach den Vermissten zu suchen. Und diesmal kehrten weder Mac noch Brown zurück. Merrill war also als letzter der Gruppe noch übrig. Ja, und er ist dann alleine zurück in die Stadt gelaufen und hat die ganze Sache berichtet. Mehr Informationen zu diesem Fall sind nicht bekannt. Es wurde also nicht geklärt, was mit den vermissten Jägern passiert ist. Poleides sagt aber, der Fall, der wäre schon äußerst sonderbar. Und ihm wäre bei all seinen Recherchearbeiten nicht ein einziger Fall begegnet, bei dem gleich 4 Menschen so zeitlich und örtlich dicht beieinander verschwunden wären. Fall Nummer 9. Das Verschwinden des 11-jährigen Brennan Hawkins am 17. Juni 2005 in den Uinta-Bergen in Utah. Brennan war ein Mitglied der Pfadfinder. Irgendwann machten die Pfadfinder mit einer sehr großen Gruppe bestehend aus 1400 Jungen einen Ausflug in die Berge. An einem Nachmittag, da ist Brennan eine Kletterwand hochgeklettert, die speziell für die Pfadfinder zum Trainieren war. Als er dann oben angekommen ist, da hat er sein Klettergeschirr abgelegt und ist außer Sichtweite gelaufen. Und dann ist er nicht mehr aufgetaucht. Es begann dann eine sehr, sehr große, systematisch angelegte Suche nach dem Jungen. Und bei der Suche, da hat man sich hauptsächlich auf das Gebiet unterhalb dieser Kletterwand konzentriert, also bergab.
Am dritten Tag der Suche, da war dann einer der Helfer, so ungefähr 8 Kilometer bergauf vom Ort des Verschwindens. Dort hat er dann Brennan gefunden. Der Junge soll in einer Quadpiste gestanden haben und soll nass und voller Schlamm gewesen sein. Das hat der Helfer zumindest der Presse erzählt. Einige Zeit später hat sich auch der Sheriff geäußert. Und der hat gesagt, dass Brennan entgegen früherer Angaben nicht nass und nicht voller Schlamm gewesen sei. Und diesen Widerspruch zwischen den Aussagen, den nimmt Paulides dann als Anlass, um zu sagen, dass seiner Erfahrung nach die Presse und auch die Polizei bei vermissten Fällen sehr, sehr oft lügen würde, um der Öffentlichkeit ein gefälschtes Bild wiederzugeben. Was genau er damit meint, sagt er nicht. Auf jeden Fall wurde Brennan auch befragt zu seinem Verschwinden. Der Junge konnte sich aber an absolut nichts erinnern. Er wusste nicht mal, dass er mit den Pfadfindern campen war. Fall Nummer 10, der zweijährige Ronald Rumbo. Verschwunden am 15. September 1940 in Scottsdale, Pennsylvania. Der Schauplatz in diesem Fall, das ist wieder keine abgelegene Gegend in einem Nationalpark, kein Waldgebiet, sondern eine Stadt. Der kleine Ronald, der lebte mit seinen beiden Eltern und den 4 Geschwistern in einem Haus relativ abgelegen in Scottsdale. Eines Tages, da wollte der Vater sich ein Baseballspiel anschauen. Er hat dann seine 5 Kinder zurück im Garten gelassen, alleine, und ist losgelaufen. Irgendwann kam er dann wieder. Wie lange er genau abwesend war, das sagt Paulides nicht. Auf jeden Fall war der kleine Ronald verschwunden. Der Vater hat dann überall nach dem Jungen gesucht, aber ihn nicht gefunden. Dann wurde die Polizei informiert und eine sehr, sehr große Suche begann mit ungefähr 1700 Menschen. Man hat also sämtliche Kornfelder der Umgebung abgesucht, einen nahegelegenen Bach, aber von Ronald fehlte jede Spur. 3 Tage lang haben Polizisten, Reiter und Wanderer komplett die Umgebung abgesucht. Es gab schon relativ am Anfang eine Spekulation. Und zwar hielt man es für möglich, dass Ronald vielleicht seinem Vater nachgelaufen wäre, als der nämlich losgegangen ist, um sich das Baseballspiel anzuschauen. Aber man hat nirgendwo eine Spur gefunden. Tja, die Polizei, die wollte die Suche nach 3 Tagen einstellen. Die ist nämlich davon ausgegangen, dass der kleine Ronald 3 Tage nicht alleine da draußen überleben könnte. Ja, und bevor die ganze Suche eingestellt werden sollte, da hat sich ein örtlicher Pilot dazu entschlossen, nochmal aus der Luft nach dem Jungen zu suchen. Zusammen mit einem Freund ist er also losgeflogen. Irgendwann waren die beiden so ungefähr 5 Kilometer vom Haus der Rumbos entfernt. Und zwar sind sie gerade über ein Kornfeld geflogen, das die Tage davor schon mehrfach abgesucht wurde. In diesem Kornfeld, da lag irgendetwas auf ein paar umgeknickten Stängeln. Ja, und das war Ronald. Der Junge war zwar voller Kratzer und wirkte auch ziemlich benommen, aber er war am Leben. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht, man hat ihn untersucht und dabei auch festgestellt, dass er in einer überraschend guten Verfassung war. Ja, und wie bereits gesagt, das Feld, in dem Ronald gefunden wurde, das wurde gerade 1 Tag, bevor er gefunden wurde, erst abgesucht. Außerdem war es so, dass die Kleidung und insbesondere ein paar neuer weißer Turnschuhe, die der Junge anhatte, überhaupt nicht so gewirkt haben, als wäre er damit mehrere Tage draußen rumgelaufen. Also insbesondere die weißen Schuhe, die sollen quasi unbeschmutzt gewesen sein. Ja, und deswegen, und weil der Junge halt in einem Feld gefunden wurde, das zuvor abgesucht wurde, da ist die Polizei dann davon ausgegangen, dass irgendjemand Ronald entführt hätte und als der öffentliche Druck zu groß wurde, als die Suche sich immer weiter ausgeweitet hatte, dass der Entführer den Jungen dann an einem Ort abgelegt hätte, wo er sicher gefunden würde. Ja, und zu dieser Entführungsthese, da trägt auch der Umstand zu bei, dass nach allgemeinem Konsens Ronald die 3 Tage draußen alleine ohne Schutz eigentlich nicht überlebt hätte. Ja, für Paulides, da ist der Fall damit aber noch nicht abgeschlossen. Wir wissen ja alle, dass Paulides so mit einer Clusterkarte arbeitet und da so Fälle absteckt, wo er meint, dass die eine örtliche und zeitliche Verbindung aufweisen. Und Paulides sagt, dass genau solch eine Verbindung zwischen dem Fall Rumbo und einem weiteren vermissten Fall bestünde.
und zwar dem Fall des 9-jährigen Jungen Stephen Ford. Den Fall Ford, den erklärt Poleides auch, aber ziemlich kurz. Denn dazu gibt es fast keine Information. Alles, was man weiß, ist, dass Stephen Ford 1880 in einem Ort namens Pleasant Valley verschwand. Der Junge wäre losgegangen, um Beeren zu pflücken und wäre einfach nicht mehr wiedergekommen. Okay, also der Fall Ford, der soll sich knapp 60 Jahre vor dem Fall Rumbo abgespielt haben. Aber laut Poleides besteht die Verbindung darin, dass es erstens um zwei Kinder geht und zweitens die Distanz zwischen beiden vermissten Fällen nur knapp 3 Kilometer betragen soll. Gut, ich habe in der Einleitung zwar gesagt, dass ich in dieser Fallsammlung keine kritische Auseinandersetzung vornehmen möchte, aber an dieser Stelle mache ich mal eine kurze Ausnahme. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe selber nicht verstanden, worin genau diese auffällige Verbindung zwischen den beiden Fällen liegen soll. Okay, es handelt sich zwar um zwei Kinder, aber über den einen Fall, Stephen Ford, da ist ja im Prinzip überhaupt nichts bekannt, außer dass ein Junge irgendwann losgegangen ist, um Beeren zu pflücken und nicht wiederkam. Das war's. Diese Verbindung, die leitet Poleides also zwischen der örtlichen Nähe ab. Er sagt, dass Stephen Ford nur knapp 3 Kilometer von dem Ort verschwand, an dem Ronald Rumbo verschwunden ist. Ich habe mir das Ganze also auf der Clusterkarte von Poleides angeschaut und dann habe ich mir die Zeitungsartikel durchgelesen und bei Google Maps die Orte mal angeschaut. Okay, Scottsdale, der Ort des Verschwindens von Rumbo, das ist relativ klar. Den gibt's auf der Karte, den findet man leicht. Den Ort von Stephen Ford, den habe ich aber nicht so leicht gefunden. Poleides hat laut Clusterkarte hier einen Ort markiert, der Pleasant Valley Shelter heißt. Das ist einfach ein Männerhaus. Es ist aber einer der ersten Treffer, die man kriegt, wenn man Pennsylvania und Pleasant Valley eingibt. Okay, im Fall Stephen Ford, da beruft Poleides sich auf einen Zeitungsartikel aus New York. Den konnte ich leider nicht finden. Aber es gibt noch einen weiteren Zeitungsartikel über Stephen Ford, nämlich aus Philadelphia. So, und diese beiden Städte, die weisen eine relativ örtliche Nähe auf zu einem Pleasant Valley in Pennsylvania. Aber mehrere hundert Kilometer von Scottsdale, dem Ort des Verschwindens von Ronald Rumbo, entfernt. Und mein Eindruck ist, was das Naheliegendste wäre, dass sich das Pleasant Valley, in dem Stephen Ford verschwunden ist, eben auf dieses Pleasant Valley bezieht und nicht auf dieses moderne Pleasant Valley Shelter. Und selbst wenn es das Pleasant Valley Shelter wäre oder es vielleicht früher vor 60 Jahren dort einen Ort gab, der so hieß Pleasant Valley und mittlerweile umbenannt wurde, dann wäre es trotzdem über 60 Kilometer von Scottsdale entfernt. Also wie genau diese Distanz von 3 Kilometer Entfernung zustande kommt, ich weiß es nicht. Gut, aber wie gesagt, das nur als kleine Aussicht, was euch so erwarten wird, wenn ich dann ein langes Video mit einer kritischen Auseinandersetzung bringe. Hier möchte ich eigentlich erstmal nur die Fälle so darstellen, wie es Poleides tut, damit ihr euch selber ein Urteil bilden könnt. Okay, Fall Nummer 11. Das Verschwinden der 5-jährigen Hannah Klamecki. Am 13. Juni 2007 am Kankakee River in Illinois. An diesem Tag, da hat die kleine Hannah mit ihrem Großvater eine Bootstour gemacht. Und irgendwann, da wollte der Großvater mit dem Boot an einer kleinen Insel auf dem Fluss anlegen. Ob das Mädchen schwimmen konnte, das wurde nicht im Buch genannt. Aber sie trug auf jeden Fall Schwimmflügel. So, der Großvater, der hat das Boot also an der Insel festgemacht. Dann wollte er schwimmen gehen und ist ins Wasser gesprungen. Aber er ist nicht wieder aufgetaucht. Was genau Hannah dann gemacht hat, das ist unbekannt. Die Eltern des kleinen Mädchens, die haben sich natürlich irgendwann im Laufe des Tages gefragt, wo denn Hannah mit ihrem Großvater bleibt. Die beiden sind ja nicht zurückgekommen. Die Polizei wurde also verständigt und es folgte eine große Suchaktion. Man fand das Boot, aber weder Hannah noch den Großvater. Man ist aber davon ausgegangen, dass die beiden möglicherweise ertrunken wären. Also hat man auch den Fluss intensiv abgesucht. Das Ganze dauerte dann so 2 Tage. Und dann fand man, so etwa 1 Kilometer vom Boot entfernt, auch im Fluss, die Leiche des Großvaters. Man war also dabei, diese Leiche zu bergen. Und während man das tat, trat plötzlich aus einem Gebüsch die kleine Hannah hervor. In der Hand hatte sie einige Maulbeeren, von denen sie aß.
Der Körper wies einige Kratzer auf und das Mädchen hatte keine Kleidung mehr an. Ob es aber die Schwimmflügel noch anhatte oder ob Hannah überhaupt Badekleidung trug, das wird von Poleides nicht erwähnt. Die Eltern, die sollen jedenfalls ziemlich schockiert gewesen sein. Denn das ganze Szenario, diese Auffindesituation, die soll so gewirkt haben, als wenn irgendjemand sich quasi um die kleine Hannah gekümmert hätte. Also sie erst mit Essen versorgt und dann pünktlich, wie bestellt, zu dem Gebüsch gebracht hätte, aus dem die kleine Hannah dann hinauslief. Fall Nummer 12. Das Verschwinden des 21-jährigen Jason Franks. Am 9. August 2001 im Wainima National Forest in Oregon. Jason machte mit 5 Freunden und seinem Hund einen Campingausflug. Irgendwann, als alle im Lager waren, da wollte die Gruppe dann losgehen und einige Besorgungen erledigen. Jason blieb aber zurück mit seinem Hund. Die anderen, die gingen also los und erledigten ein paar Einkäufe. Irgendwann kamen sie wieder und Jason war verschwunden. Sein Hund aber, der war noch da und der war an einen Baum festgeleint. Und ansonsten, da fehlten im Lager keinerlei Gegenstände. Jason Franks wird bis heute vermisst. Die Polizei hat sich auch geäußert und die sagt, dass hier ein Verbrechen stattgefunden hätte. Ja, das sind wenig Informationen, aber mehr Informationen nennt auch Poleides nicht. Fall Nummer 13. Das Verschwinden der 13-jährigen Eva Hall. Verschwunden am 16. August 1932 in Powhatan Bay im kanadischen Ontario. Auch zu diesem Fall gibt es nur sehr, sehr wenig Informationen. Was wir wissen ist, dass Eva Hall an diesem Tag losging, um Heidelbeeren zu pflücken. Und Powhatan Bay, das war zum damaligen Zeitpunkt, also 1932, eine extrem abgelegene Gegend mit vielen kleinen Gewässern und Sümpfen in der Umgebung. Eva Hall ist niemals zurückgekehrt. Es gab dann eine große Suchaktion mit 400 Personen, allerdings ohne Erfolg. Ja, sehr viel mehr Informationen nennt auch Poleides nicht zu diesem Fall. Er sagt aber, dass er zu dieser Gegend ein bisschen recherchiert hätte und nach seinen Erkenntnissen die Schwarzbären dort ein sehr, sehr aggressives Verhalten zeigten. Er sagt zwar nicht, dass er diese Bären dafür verantwortlich hält, dass Eva Hall verschwunden wäre, aber er stellt diese Information trotzdem hinten an den Fall ran. Abgesehen davon sagt Poleides aber, dass es irgendeine merkwürdige Verbindung zwischen Bärenpflücken und Vermisstenfällen gebe. Er wisse zwar auch nicht warum, aber offenbar wären Heidelbeeren die gefährlichsten Bären zum Pflücken, denn wer immer dabei verschwinden würde, würde am ehesten nicht wieder auftauchen. Fall Nummer 14. Der 49-jährige Robert Springfield, genannt Bugsy, verschwunden am 19. September 2004 in den Bighorn Mountains im Bundesstaat Montana. Robert war mit seinen beiden jugendlichen Söhnen in dieser Gegend, um Elche zu jagen. Dafür hatte er auch einen Bogen mit. Am besagten Tag, da machte er sich aber alleine los. Er wollte also jagen gehen und sich dann mit seinen beiden Kindern an einem vereinbarten Ort treffen. Die beiden Söhne, die waren denn dort und haben gewartet. Es wurde immer später und Robert tauchte nicht auf. Als es dann dunkel wurde, da sind die beiden Söhne losgegangen und haben Hilfe geholt. Was dann folgte, war eine riesige Suchaktion unter Beteiligung des Sheriffs und Mitgliedern des örtlichen Indianerstammes. Außerdem gab es noch Helikopter mit Wärmebildkamera, Reiter und Spürhunde. Aber alles ohne Erfolg. Robert Springfield ist nicht wieder aufgetaucht. Dann ist so ungefähr ein Jahr vergangen, bis zum Oktober 2005. Dann war in genau dieser Gegend ein Jäger unterwegs. Irgendwann, da ist dieser Jäger auf eine Krähe aufmerksam geworden. Die saß in einiger Entfernung auf einem Baum und hat wie wild rumgekräht. Selbst als der Jäger dahin gegangen ist, da hat der Vogel nicht aufgehört. Ja, und als der Jäger dann nach unten geschaut hat, da fand er am Fuße des Baums Knochen. Der Mann hatte Robert Springfield gefunden. Die Polizei, die wurde dann dorthin geführt und der Jäger, der hat der Presse gesagt, was er da vorgefunden hatte.
Zunächst lagen da Knochenreste des Schädels und eines Oberschenkels. Daneben lag ein Gürtel. Und dieser Gürtel, der war fein säuberlich aufgerollt. Außerdem hätten daneben noch ein Stiefelpaar gestanden und der Mantel hätte dort gelegen. Am Rücken des Mantels, da soll es einen kleinen Riss gegeben haben. Ja, und ansonsten, da fand man auch das Portemonnaie des Mannes mitsamt Geld. Es soll nur einen einzigen Gegenstand gegeben haben, der gefehlt hat. Und das war Roberts Bogen mitsamt Pfeilen. Aber das war nicht die einzige Merkwürdigkeit. Denn der Fundort von Roberts Überresten, der lag ziemlich genau oberhalb des Ortes, an dem die Suchmannschaften knapp ein Jahr vorher ihr Hauptlager errichtet hatten. Und Robert Springfields Witwe, die hat der Presse gegenüber gesagt, dass ihr Mann unter keinen Umständen damals während der Suche schon an diesem Platz gelegen hätte. Wenn er das getan hätte, dann hätte man ihn gefunden. Es dauerte nicht lang und dann hat sich das FBI der Sache angenommen. Die hat dann die Überreste von Robert Springfield an sich genommen und hat gesagt, es müssten erst einige DNA-Tests angestellt werden, um die Identität zweifelsfrei zu klären. Ja, und das Ganze, das hat dann über 2 Jahre gedauert. Der Witwe wurden widersprüchliche Angaben zum Tod gemacht. Zuerst wurde ihr gesagt, dass Robert möglicherweise erschossen wurde. Dann wurde ihr aber gesagt, dass möglicherweise ein Baum auf ihren Mann gefallen wäre und ihn erschlagen hätte. Und in der Presse war dann zu lesen, dass Robert Springfields Witwe Klage gegen das FBI eingereicht hätte. Denn laut ihr würde die Behörde mit Absicht nicht die wahren Todesumstände ermitteln wollen. Auch dieser Fall wurde offenbar nicht geklärt. Fall Nummer 15. Der zweijährige Darrell Webley, verschwunden am 30. April 1949 in Caldwell im Bundesstaat Washington. An diesem Tag spielte Darrell im Garten seiner Eltern. Irgendwann, unter Umständen, die nicht näher geklärt sind, da ist der Junge einfach davongelaufen. Die Eltern, die sind dann mit Hilfe der Nachbarn auf die Suche gegangen und haben immer wieder den Namen des Jungen laut gerufen. Als das alles keinen Erfolg hatte, da haben die Eltern dann die Polizei verständigt. Und bereits am Abend, da waren über 200 Männer auf der Suche nach dem kleinen Darrell. In einem Radius von so ungefähr 3 Kilometern, da wurde alles komplett abgesucht. Aber ohne Erfolg. Und in der Nacht, da sind die Temperaturen dann auf etwa 1 Grad gefallen. Am nächsten Morgen, da sind dann Spürhunde zu dem Haus gekommen. Die wurden nämlich angefordert von der Küstenwache. Und diese Spürhunde, die haben sofort die Fährte aufnehmen können. Die haben die Suchmannschaften dann erstmal zu einer Schlucht geführt. In dieser Schlucht, da lagen Kleidungsstücke vom kleinen Darrell. Man fand seine Mütze, seine Hose und einen Schuh. Die Suche, die ging dann sofort weiter. Und nach etwa einer halben Stunde, da hat man dann auch Darrell gefunden. Ebenfalls in dieser Schlucht. Dem Jungen, dem fehlten also Teile seiner Kleidung und am Körper, da waren einige Kratzer. Er wurde zu einem Arzt gebracht und der Arzt, der hat dann festgestellt, dass Darrell eine leichte Unterkühlung hätte. Ansonsten ging es ihm den Umständen entsprechend aber ganz gut. Ja, und Polides, der merkt dann abschließend an, dass es gleich mehrere Gründe gäbe, weswegen er diesen Fall besonders merkwürdig fände. Zunächst sagt er, dass Kinder eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen würden. Kein Kind würde mit hoher Geschwindigkeit durch Büsche rennen, wenn es weh täte. Also bezogen auf die Kratzer von Darrell. Außerdem würde sich absolut niemand seiner Kleidung entledigen, wenn es so kalt werden würde wie hier. Also etwa 1 Grad. Gut, abgesehen davon merkt Polites auch an, dass in diesem Fall die Spürhunde ausnahmsweise mal die Fährte aufnehmen konnten. Warum das so wäre, das wisse er auch nicht. Okay, das war der erste Teil der Missing 411 Fallsammlung.